Hallo und herzlich willkommen zu den Sport 1 News. Wir versorgen Sie rund um die Uhr mit den neuesten Infos im TV, online und über Smartphone. Los geht's mit diesem Thema. Das derzeitige Problemkind der Bayern störte auch beim Abflug nach London zum Champions-League-Kracher ein wenig den Münchner Betriebsfrieden. Arjen Robben machte noch einmal deutlich, wie er die derzeitige Situation so sieht. Ich kann nicht sagen, wenn ich nicht spiele, dass ich dann froh bin. Ich will gerne spielen, aber das werden wir abwarten. Wir wissen beim FC Bayern sehr genau, dass Spieler, die auf der Bank sitzen, unzufrieden sind. Die müssen unzufrieden sein, muss ich direkt sagen, weil wer auf der Bank beim FC Bayern sitzt und zufrieden ist, der ist beim falschen Club. Wohl eher im falschen Film, denn so muss sich der Niederländer im Moment fühlen. Im letzten Jahr noch Leistungsträger, jetzt Bankdrücker. Konkurrent Müller hat derzeit die besseren Argumente, obwohl ihn Robben gar nicht als denjenigen sieht. Ich verstehe es auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es zwischen Thomas und mir immer, ich meine, ich habe auch sehr oft mit Thomas zusammengespielt und so, also das geht auch noch immer. Ob mit Robben, Müller oder gemeinsam, die Bayern stehen vor wichtigen Wochen und die beginnen am Dienstagabend im Emirates Stadium. Das ist morgen ein anderer Wettbewerb, bei dem wir eben auch die Dinge unter Beweis stellen müssen und es wird kein Selbstläufer, also die Qualität der Champions League ist sehr hoch und das werden wir versuchen, morgen auch dann eben darzustellen. Und hier die weiteren News des Tages im Newsflash. Müller heiß auf Champions League Trophäe. Irgendwann müsse man diesen Titel einfach gewinnen. Am besten so schnell wie möglich. Das sagte der Offensivspieler des FC Bayern dem Kicker. Die Mannschaft sei gut drauf und habe keine Angst vor Arsenal. Pünktlich zum Champions League Achtelfinale meldet sich Javi Martinez wieder fit. Der spanische Mittelfeldspieler steht nach überstandener 10-Verletzung vor der Rückkehr in die Startelf. Schalke will Heinkes. Der Trainer des FC Bayern stehe bei den Königsblauen hoch im Kurs. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll Jupp Heinkes am Saisonende Interimstrainer Jens Keller ablösen. Der 67-Jährige war bereits von 2003 bis 2004 Trainer auf Schalke und hatte kürzlich erklärt, dass er sich vorstellen könne, seine Karriere fortzusetzen. Hoffenheim hakt direkten Klassenerhalt ab. Auf Platz 15 brauche man sich nach so einer Niederlage nicht mehr zu konzentrieren, erklärte TSG-Trainer Marco Kurz nach dem 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Nach der zweiten Niederlage in Folge hat Hoffenheim 10 Punkte Rückstand auf den direkten Nicht-Abstiegsplatz. Es sei der Job des Trainers, die Mannschaft so einzustellen, dass sie in Augsburg ein anderes Gesicht zeige, erklärte Manager Andreas Müller. Soweit die News für den Moment. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.